Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Wir zeigen 6 effektive Skills für Kinder und Anfänger, die man direkt umsetzen kann. Legen wir direkt los. Vamos! Fangen wir hier an mit der ersten Übung, Sohlenzieher. Hier läufst du auf den Gegenspieler zu. Wenn der Gegenspieler zusticht, dann kannst du den Ball mit der Sohle nach links oder nach rechts ziehen und dann mit einem Tempowechsel nach vorne. Wichtig hier ist es, gilt logischerweise dann für alle folgenden Übungen auch, dass ihr das zuerst langsam macht. Das Kind muss wirklich den Bewegungsablauf checken, damit er nachher das Ganze mit Tempo machen kann. Das heißt, zuerst mach es langsam und dann Step für Step immer schneller. Kommen wir nun zur zweiten Übung. Das ist die Sohle und die Innenseite. Ihr läuft zum Beispiel, wie hier im Video, schräg auf einen Gegenspieler zu, zieht den Ball dann mit der Sohle nach hinten. Wichtig hier dabei ist, dass das Standbein nach vorne springt und dann mit der Innenseite schräg auf die andere Seite mit und dann logischerweise wieder einen Tempowechsel. Übt das Ganze zuerst stehend, bevor ihr das aus dem Lauf macht. Das heißt, wichtig hier ist es, dass das Standbein nach vorne springt und gleichzeitig dann mit der Sohle zurückziehen und mit der Innenseite mitnehmen. Also zuerst stehend, dann langsam aus dem Lauf und dann kann man immer schneller werden. Dritte Übung, Schusstäuschung mit Abkappen. Der Spieler läuft auf den Gegenspieler zu, egal ob schräg oder gerade. Dann musst du den Schuss antäuschen und mit einer Abkappbewegung auf die andere Seite mit einem Tempowechsel mitnehmen. Wichtig hier, täusche den Schuss so an, dass der Gegenspieler denkt, dass du wirklich schießt und die Abkappbewegung mit dem Tempowechsel sollte dynamisch sein. Kommen wir nun zur vierten Übung, der Übersteiger. Du läufst mit dem Ball in einem angemessenen Tempo auf den Gegner zu. Der Trick darf aber nicht zu nahe und auch nicht zu weit weg vom Gegner gemacht werden. Wichtig hier, du willst den Gegner mit deiner Bewegung über den Ball täuschen. Das heißt, mach den Übersteiger so, dass der Gegner meint, dass du auf eine Seite gehst, aber dann gehst du mit einem Tempowechsel auf die andere Seite. Das Schwierige bei dem Trick ist das Timing. Die fünfte Übung, La Croqueta. Auch hier läufst du auf deinen Gegner zu und wenn der Gegner zusticht, spielst du den Ball mit deiner Innenseite auf den anderen Fuß, der den Ball mit einem Touch nach vorne mitnimmt. Auch hier machst du das mit einem Tempowechsel. Den Trick machst du, wie man im Video sieht, mit einer Hüpfbewegung. Ist meiner Meinung nach einer der effektivsten Tricks. Kommen wir nun zur letzten Übung, Übung 6, Roulette oder Sidan-Drehung. Du ziehst den Ball mit der Sohle nach hinten und drehst den Körper nach vorne. Während der Drehung nimmt der andere Fuß den Ball mit. Top! Das war's auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Checkt unbedingt in der Beschreibung noch die Links ab. Zum einen die Personal Trainings in der ganzen Deutschschweiz oder auch das Online-Trainingsprogramm von 360 Football. Checkt das unbedingt ab. Und vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Let's go, vamos!